Man stelle sich vor, die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, auf die ich stolz bin und die ich als Fördermitglied unterstütze, würde nur in Berlin für eine Woche vergleichbare Aktionen wie die letzte Generation durchführen, um gegen die fortlaufende Flutung Deutschlands mit illegalen Migranten zu protestieren und die Regierung zum Schutz der deutschen Grenzen zu zwingen. Was wäre da wohl los? Die Rede wäre von einem Putsch. Und kein Sender des öffentlich-unrechtlichen Schundfunks würde zum Schutz der angeblich bedrohten Demokratie Geringeres fordern als den Einsatz der Bundeswehr. Im Umgang mit den Klimaverbrechern braucht es ein Ende der Verhätschelung. Es sind keine Aktivisten, sondern uneinsichtige Straftäter, die sich über die Rechtsordnung stellen, das Gewaltmonopol des Staates ablehnen und sich zur Selbstjustiz berufen fühlen. Auf dem Weg zu einer grünen RAF. Die Verbrecher von heute sind die Terroristen von morgen.